Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der DEL-Saison. Die Löwen Frankfurt gegen die Bietigheim Steelers. Zwei ehemalige Aufsteigermannschaften in die DEL. Einer davon bereits wieder abgestiegen, nämlich die Bietigheim Steelers in der kommenden Saison. Nur noch DEL 2. Nach zwei Jahren in der höchsten deutschen Spielklasse wieder zurück in der DEL 2. Ersetzen quasi die Heilbronner Falken in Baden-Württemberg. Wieder in der zweiten Liga. Sonntag Ruhetag. Montag wieder arbeiten. Aber nur bis 11. Okay, da geht's ja, oder? Wer? Keiner, Flo. Wirklich keiner. Und 55 Subscriber noch. Bis zur Am-Stück-Challenge. Schicke dir rasch einen Screenshot. Hab das eben auf Facebook gelesen. Dankeschön, Stevie the Beaver. Vielen, vielen Dank. Ich habe nur mal was am Rande mitbekommen. Ich habe irgendwas gelesen. Ich meine die Gruppenaufteilung oder irgend sowas. Und trotzdem bis Freitag durch. Ja, das ist schon heftig. Das ist schon wirklich heftig. Facebook-Messenger, by the way. Thank you very much, Stevie. Gucken wir uns nach der Partie gerne an. Und gestern wieder ein Game durchgespielt. Die beiden Star Wars-Teile übrigens. Star Wars Jedi Survivor, die sind auch hochgeladen. Und die werden jetzt am Montag wird der erste Teil kommen, am Samstag der zweite Teil. Geht jeweils 9 Stunden. Und danach werden wir dann am Stück werden wir dann Lego 2K Drive hochladen. 12 Stunden darf eine Folge lang sein. Und Lego 2K Drive, das geht auf. Aber bei Star Wars wollte ich nicht eine Folge irgendwie 12 Stunden und die andere dann nur noch 6. Das macht keinen Sinn. Ja, Weltmeisterschaft seit 1930 und vor 5 Jahren bei Olympia gab es auch schon Finale gegen, ja, wir wissen es alle, die, die heute nicht mehr dabei sind. Ich gönn dir das, Doggy, ich gönn dir das von Herzen, wirklich. Ich gönne dir das. Ist schon stressig dann auf Dauer, ne? Bin ja auch gespannt, nächste Woche arbeite ich ja auch wieder Dienstag, also ab Dienstag. Und dann fahre ich ja wieder mit dem Fahrrad. Ich habe gestern habe ich mein E-Bike wieder abgeholt. Es war ja wegen dem Unfall in Reparatur. Und am Dienstag fahre ich mit dem Fahrrad. Mittwoch habe ich Homeoffice. Donnerstag, Freitag muss ich ins Büro. Nächste Woche dann Mittwoch Homeoffice, Donnerstag Feiertag. Das wird auch sehr, sehr geil. Servus, Lady! Wie geht's dir? Du alter Duisburger. Boah, es war ein harter Check. Aber ich kann's echt nicht fassen. Ich auch. Ich auch, Lenny. Ich kann's immer noch nicht greifen, dass das wirklich passiert ist. Aber da siehst du auch mal, wie krass Eishockey auch taktisch ist in der Overtime, ne? Dass du nicht einfach nach vorne pushst, sondern nochmal abdrehst. Und so viele Dinge. Donnerstag, Feiertag. Ja, genau so sieht's aus. Happy Kadaver. Mir geht's hervorragend, Lenny. Mir geht's absolut hervorragend. Jetzt schießen wir jetzt 1-0. Oh, Aito Kayo. Ah. Sehr, sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. So, letzte Minute im ersten Durchgang läuft. Da ist nochmal die Scheibe, nochmal die Möglichkeit und die sitzt. Bing, bing, bing. Bietigheim, Frankfurt, ein Derby? Nein. Frankfurt ist Hessen, Bietigheim ist Baden-Württemberg. Ist halt nur, weil es beides Aufsteiger sind. ...16 Sekunden noch im ersten Durchgang. Und Breitkreuz. Ah, schade, erster Durchgang ist damit durch und Frankfurt führt.
Sehr, 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 sehr nice. Also, das ist schon mal die Führung. Frohnleichnam, ja, Kondor. Und Simus Dungeon. Wunderschönen guten Abend euch beiden. Prestige 1, General. Seaman Dungeon meldet sich zum Stream. Einmal Dungeon und einmal IT. Na, das ist ja toll. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker, Private Joker. Ich bewundere sie aufrichtig. Sie gefallen mir. Lieutenant Commander Hightower meldet sich zum Stream. Und wenn Hightower da ist, dann haben wir natürlich auch immer Klopapier mit am Start. Soldat. Klopapier. Meldet sich zum Stream. Ja, genau. Vize-Weltmeister ist man auf jeden Fall. Das kann einem nicht mehr nehmen. Das heißt also, die deutsche Mannschaft bekommt für das Weltranglisten-Ranking, ich glaube, 1160 Punkte dazu. Der Weltmeister kriegt 1200. Und danach, nach der Rangliste, setzt sich ja dann auch die Weltrangliste zusammen und danach auch die Teilnahme an der Olympia-Qualifikation oder aber die Direktqualifikation. Ja, Niederberger Bombe. Niederberger, absolut Bombe. Also der hat auch gerade in der Overtime die USA da sehr gut rausgenommen. Die hatten nämlich auch hervorragende Möglichkeiten. Und Servus Rookie und Servus Mr. Gaming HD. Ja, hier wird gefeiert. Wie war es bei euch bei der DTM Dungeon? Ich glaube, ganz erfolgreich, oder? Ja, es war generell... Es ist glaube ich, nicht immer ganz leicht. Es ist, glaube ich, nicht immer ganz leicht. Und da ist Berger auf Wilkie, Hauner und Moser. Jetzt komm. Ich starte mal kurz vom Herz, Kasper. Nicht nur einmal, ne? Nicht nur einmal tatsächlich. Ich bin Gunnery Sergeant Hartman und zuständig für eure Grundausbildung. Und die Geile aus dem Keller 15. Guten Tag, herzlich willkommen, viel Spaß im Stream. Und danke für den Follow. Willkommen bei den Kufen Gregs. Boah, sehr gut gemacht. Genau, das ist eben mit dem Einzug ins Halbfinale schon erledigt, Michael. Halbfinale war das Wichtige, dass man direkt für Olympia qualifiziert ist. Sind gerade fertig mit dem Abendessen. Familie war da, wir haben schön gegrillt. Nice. Und Hightower ist satt geworden? Heidi ist satt geworden? Ich muss es raussagen und dann bitte noch übersetzen, Ilmi. So, McNeil, da ist Preibisch. Kedanen. Hightower ist mehr als satt geworden. Na also, siehste. Dann ist er alles gut. Lange Scheibe auf Ruck. Boah, der auf McMillan. Hat leider nicht mehr genug Schwung mit bei. Aber ein Sieg gegen Bietigheim, das wäre hier virtuell schon Pflicht. Denn die Bietigheim Steelers auch hier virtuell auf dem letzten Platz. Aber sagt niemals nie. Sagt niemals nie. Jetzt kommt rüber das Ding. Ah, McMillan verspringt die Scheibe da. Drei Minuten noch. Vogt. Kneißler. Ah, das wäre geil gewesen, oder? Das wäre geil gewesen. Aber Lettland hätte dann den ultimativen Push, den sie jetzt auch für Spiel um Platz 3 haben. Und die werden stark. Also USA, Lettland. Da bin ich echt sehr gespannt. Danke, danke, danke. Viel Glück, Deutschland. Danke, Emi. So, 40 Minuten gespielt. 1-0 Führung für unsere Löwen. Glaubst du, dass wir morgen gewinnen? 11-1 die Schussstatistik.
und Schüle auf Hauna. Runford, jetzt aber komm, da ist Rowney. Jetzt aber, die geht. Yes! Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? 2:0 für unsere Löwen Frankfurt. Mega, 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 mega. Genau so muss es sein. Sehr geil. 18:40 noch. Genau, auf Discord vorbeischauen. Holy, wir haben... Ich habe den neuen Holy drin. Dungeon. Der kam ja heute. Sowohl der Eistee, der neue. Grape Hibiscus, als auch Gorillas Grape. Also die Affentraube. Und die sind wir gerade am trinken. Dankeschön, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wer auf Traube steht, wird den Holy definitiv lieben. Kommt schon, Dominik Bock. Schöner Zweikampf, Rowney. Wow, ernsthaft? Und das ist der neue Gorillas Grape, den es ab Montag im Handel gibt. Carter Rowney, dritter Treffer heute Abend. Was ist das denn gewesen? Was ist das denn gewesen? Ultra. Ultra. Vom Eistee meinst du, Condor? Sau nice. Sau nice. 3:0 und was für ein Treffer. Dreimal Carter Rowney. Boah, schöner Check. Und wir sind hier wirklich manchmal. Wir sind hier wirklich manchmal beim Eiskunstlauf. Das von Köln, oder? Adler war der Fan. Das, wo zugeschickt wurde. Oh. Weg. Einfach nur weg. Erstmal raus. Sehr gut. Und dann tschüss. Breitkreuz. Seid ihr so gegönnt, Adlermann am Fan. Ey, das wäre wieder so ein Shorty gewesen. Das wäre so typisch wie eigene Powerplay-Tore. Nein. Aber Shorty, das läuft. Da, ah, McNeil. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Defense, obwohl es eigentlich gut aussieht. Aber sag das niemals. Es ist Eishockey und da kann alles passieren. Das haben wir erst heute erfahren. Dass die deutsche Mannschaft im Finale steht. Und wir werden uns morgen das Ganze zusammen anschauen. Das wird so nice. Ich habe das noch nie gemacht, Leute. Ich habe das noch nie gemacht. Aber morgen im Finale, wir testen das einfach. Wer Bock hat, ist dabei. Wer keinen Bock hat, vollkommen okay. Wir werden einfach zusammen hier auf Twitch talken. Gehen in ein Special Event oder IAL. Und jeder kann Deutschland gegen Kanada schauen. Lasst uns einfach eine coole Zeit verbringen. Wann ist das Spiel morgen? 19.20 Uhr, ne? Erstes Bulli, 19.20 Uhr, glaube ich. Sehr schön, McNeil. Wieder Kneißler, Bietigheim. Ja, man merkt aber, finde ich, mega den Unterschied zwischen Mannschaften, die weit oben stehen, siehe Augsburg gerade, also virtuell, oder jetzt halt Bietigheim. Das macht sich schon krass bemerkbar. Das macht sich schon krass bemerkbar. Absoluter Hammer. Absoluter Hammer. So, das wären drei wichtige Punkte im Kampf um die direkte Playoff-Qualifikation. Wir haben auch nicht mehr so viele Spiele. Und das heißt auf Finnisch danke, Kitos. Oh, Dominik Bock. CJ Stretch.
Freibisch und wieder Hildebrand. Servus Ace 1618, wunderschönen guten Abend. Superstar, volle Simulation plus Schwierigkeitsgrad auf komplett hochgestellt. Herzlich willkommen. Aber das war das, was ich gerade erzählt hatte, Ace, dass man total merkt in einem Season Mode, wenn die Mannschaft ganz unten steht, dass es wesentlich einfacher ist als gegen eine Mannschaft, die oben steht. Gegen die Mannschaft, die oben steht, haben wir gerade verloren. Und jetzt hier gerade gegen den Letzten der Tabelle, gegen Bietigheim, da ist es dann doch ein Ticken anders. Und wieder Hildebrand. Aber jetzt kommt wieder diese druckvolle Schlussphase des Gegners. Heieiei. Oh, schade. Und Fabian Cookie. Kein Durchkommen. So, McMillan. Oh, Rock, der lässt die Scheibe liegen. Sesemski, Kneißler. McMillan. Oh, es gibt nochmal die Strafzeit. Das war ein Stockschlag. Ah, direkt Abnahme hat nichts gebracht. So, Stockschlag. Das bedeutet nochmal 2 Minuten Überzahl. Aber es wird am Endergebnis nichts ändern. 14,8 Sekunden. Das könnte auch der Shutout werden für Jake Hildebrand. Aber hier erstmal nein. Aito Kayo. So, da ist es. Run forward. Wichtiger Sieg für uns. Ganz, ganz wichtiger Sieg. Nice. Nice, 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 nice. Hammer. Einfach Hammer. Und das sind wichtige 3 Punkte im Kampf um die Playoffs, um die direkten Playoffs. Wir stehen ja auf 6. Was drückst du, während du läufst? Den linken Stick, Basti. Dankeschön, Dungeon. So, wir gucken auf die Tabelle, da gibt es die Abmoderation, aber wie gesagt, nur für YouTube. Wir spielen natürlich hier weiter. So, wir haben Köln vor Augsburg, dahinter München, Ingolstadt, Nürnberg, die Löwen auf der 6, jetzt gleich viele Spiele wie Mannheim. 3 Punkte haben wir erstmal Vorsprung und mit einem weiteren Sieg können wir uns auf den Heimrechtplatz schießen. Dann Eisbären auf 8 vor Schwenningen, Bremerhaven, Iserlohn, Grizzlies, Straubing, Düsseldorf und zuletzt die Bietigheim Steelers. So sieht's aktuell aus. Lasst dem Video ein Like da und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Bloody LP.